Ja, liebe Zuschauer, am 29. September startet das erste Lichterspektakel im Industriegebiet in Zeisig. Dazu habe ich jetzt an meiner Seite die Wirtschaftsförderin der Stadt, Franziska Tenhardt. Frau Tenhardt, wann geht's los? Hallo, unsere Veranstaltung wird am 29. September 2018 zwischen 16 und 22 Uhr stattfinden. Was ist die Idee dahinter gewesen? Die Idee von Licht an ist, dass wir einen gemeinsamen Tag der offenen Tür veranstalten mit 27 beteiligten Unternehmen. 23 davon werden an diesem Tag oder an diesem Nachmittag ihre Türen und Tore öffnen, werden vor allen Dingen die Einwohner von Hoyerswerda begrüßen, aber auch Bürger aus dem Umland und ihre eigenen Geschäftspartner und Kunden und werden dann informieren, was sie produzieren, was ihre Dienstleistungen sind, werden aber ebenso darüber sprechen, was freie Arbeits- und Ausbildungsstellen angeht. Nun ist das ja schon etwas Größeres. Wer unterstützt das Ganze? Genau, vielleicht zur Organisation der Veranstaltung. Es gibt die Koordinatoren. Das ist natürlich nicht ganz möglich, dass ich das Ganze alleine organisieren kann. Ich werde da tatkräftig unterstützt von der Lautech GmbH, der Frau Schlesinger, der Geschäftsführerin, und dem Herrn Kühne, dem Transferassistenten. Wir organisieren die regelmäßigen Treffen mit den Unternehmern, machen Termine mit der Werbeagentur. Und die einzelnen am Tag stattfindenden Veranstaltungen der Unternehmen werden dann von den Unternehmern selbst organisiert und auf die Beine gestellt. Nun gibt es ja vieles zu entdecken. Was sind so die Höhepunkte? Was erwartet die Besucher? Genau, der Ablauf wird sein, dass wir 16 Uhr mit der Veranstaltung beginnen. Der Oberbürgermeister wird Licht an eröffnen. Dann, wie schon erwähnt, werden die Unternehmer ihre Unternehmen präsentieren und mit Einbruch der Dunkelheit ab ca. 8 Uhr, also eigentlich genau um 20 Uhr, wird dann das Industriegelände Zeisig mit einem Licht- und Lasershow in einem Farbenspiel erleuchtet. Und es wird zu verschiedenen Uhrzeiten, wir haben ja jetzt mittlerweile den Hauptflyer gedruckt, gibt es ein Programm und da wird es zu gewissen Uhrzeiten natürlich Veranstaltungen geben, die mit dem Thema Licht zu tun haben. Wir haben eine Schattenwand, wir haben Feuerjonglage, wir haben Künstler, die eine Flexshow darbieten, wir haben aber auch Großprojektionsbeamer. Die einzelnen Gebäude werden in einem Lichtspektakel erleuchten. Genau, hier an dieser Stelle sollte noch erwähnt werden, dass wir bei dem Lichtprogramm oder der Lichtshow von der VBH unterstützt werden. Nun ist es ja so, Sie wollen ja viele Leute anlocken. Ja. Und da es ja auch Leute gibt, die nicht so mobil sind, haben Sie Shuttlebusse bereit. Wie wird das ablaufen? Genau, wir haben uns Gedanken gemacht, dass wir das gern für viele Besucher eröffnen wollen und die Möglichkeit geben wollen, ins Industriegelände Zeisig zu kommen. Wir haben dafür einen kostenfreien Shuttle-Service organisiert, der im Stadtgebiet seine Runde fahren wird. Also im Halbstundentakt werden Shuttlebusse zwischen der Altstadt, der Neustadt und dem Industriegelände Zeisig fahren. Dabei können die Besucher zum einen die einzelnen Standorte im Industriegelände Zeisig besuchen, können aber direkt, wie schon erwähnt, aus der Altstadt, Neustadt und dann ins Industriegelände und zur späteren Stunde auch wieder zurückkommen. Nun ist es ja auch so, Sie bieten ein Gewinnspiel an. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, um teilzunehmen? Bei dem Gewinnspiel, die Idee kam von den Unternehmern selbst mit. Die Preise werden auch freundlich unterstützt von den Unternehmern, die sie zur Verfügung stellen. Bei dem Gewinnspiel gibt es die Teilnahmebedingungen, sind auch auf dem Flyer auf der Rückseite zu finden. Es wird so ablaufen, dass wir, ich kann es Ihnen ganz kurz erklären zum besseren Verständnis, wir haben hier alle teilnehmenden Unternehmern und die Besucher sind angehalten, an jedem Standort einmal vorbeizuschauen, sich einen Stempel abzuholen und die Teilnahme ist, wenn alle Standorte besucht wurden, dann kann der Flyer eingeworfen werden und die Verlosung, ganz wichtig noch für den Terminkalender, die Verlosung vom Gewinnspiel wird am 4. Oktober bei Kaufland um 11 stattfinden. Nur eine abschließende Frage noch, es ist ja das erste Mal, was denken Sie, wird es die nächsten Jahre weitergehen? Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wir warten natürlich erstmal, wie die Veranstaltung angenommen wird. Und wir möchten das natürlich fortführen, wahrscheinlich nicht in so einem ganz großen Rahmen, aber es gibt Ideen, dass man das in einem kleineren Rahmen vielleicht doch noch umsetzen kann, dann eventuell auch mit weiteren Unternehmern.
Und da werden wir aber jetzt mal ganz gespannt abwarten, wie das Ergebnis nach der Veranstaltung ist und was die Unternehmer uns dann mitteilen. Frau Tennert, dann danke ich für die Beantwortung der vielen Fragen. Und liebe Zuschauer, merken Sie sich doch den 29. September vor.